Servus miteinander und willkommen zu einer neuen Folge Die Frau am Grill. Ich liebe Bärlauch und ich liebe Spargel und am liebsten in Kombination und zwar in meiner Spargel-Bärlauch-Quiche. Und wie ich die zubereitet habe, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß! Gut, es ist Frühling, es ist Spargel und es ist Bärlauchzeit. Und das ist ein Traum für mich, weil ich liebe Spargel und Bärlauch, werde sie heute kombinieren. Es gibt eine Spargel-Bärlauch-Quiche. Ich mache ja schon die ganze Zeit jetzt Rezepte mit Bärlauch, weil ich unbedingt diese Zeit, diese kurze Zeit der Ernte nutzen will. Und ich habe das Glück gehabt, ich habe ein riesen Bärlauchfeld gefunden. Das seht ihr übrigens im Video, das ich euch rechts oben verlinke. Ich habe nämlich schon ein bisschen an Bärlauch zu Pesto verarbeitet. Bärlauchpesto, also hier oben. Und jetzt machen wir Spargel-Bärlauch-Quiche. Wir brauchen dazu einen Mürbteig, bestehend aus Mehl, Butter, einem Ei und Salz. Also total einfach. Für die Füllung habe ich hier Creme Fraiche, saure Sahne, wieder Eier, ein bisschen Parmesan. Und ich werde diese Eimasse dann mit Muskat und Salz und Pfeffer würzen. Und natürlich ein bisschen Lauch dazu. Ich habe einen grünen und einen weißen Spargel und natürlich einen Bärlauch. Eine Quicheform brauchen wir. Ihr könnt aber auch, wenn ihr keine habt, eine ganz normale Springform verwenden. Und jetzt kann es losgehen. Ich werde jetzt zuerst einmal den Mürbteig zubereiten. Ihr könnt es in einer Schüssel machen. Ich habe mir jetzt hier ein Nudelbrett hergerichtet. Hier gebe ich schon mal das Mehl drauf. Das sind 250 Gramm. Da mache ich jetzt eine kleine Mulde und gebe hier die Butter hinein. Die Butter sollte kalt sein. Ich habe sie sogar ein bisschen in den Gefrierschrank gestellt, weil heute ist es ja so traumhaft warm. Sie ist schon fast wieder weich geworden. So, Butter und das Ei. Gut, und jetzt verknete ich den Mürbteig. Das soll ganz schnell gehen und flott gehen. Salz kommt nur dazu. Hätte jetzt fast vergessen. Einen Teelöffel. Der Teig ist fertig, der kommt jetzt in den Kühlschrank. Einfach eine Frischhaltefolie drüber und dann machen wir weiter mit den Zutaten. Mit den anderen Zutaten, die werde ich jetzt klein schneiden, den Lauch. Ich werde den Spargel vorbereiten. Auch der Bärlauch muss geschnitten werden, dann geht es weiter. Ich habe jetzt hier schon mal angefangen, den Spargel und den Bärlauch vorzubereiten. Man schneidet beim Spargel das hintere Ende ab. Das ist recht holzig. Es gibt da den Trick mit diesem Zerbrechen. Da bricht dann das richtige Stück schon ab. Das kommt weg. Den weißen Spargel, den schäle ich. Ja, auch hier unten ein bisschen abschneiden. Und dann werde ich den weißen Spargel dritteln. Ja, den grünen halbieren, dass ich gleich große Stücke habe. Und den Bärlauch, den schneide ich in ganz feine Streifen. Ich werde jetzt alles soweit vorbereiten und dann können wir schon mit der Füllung loslegen. Dann geht's weiter. Währenddessen ich die Füllung zubereite, werde ich jetzt den Lauch in etwas Butter ganz leicht in der Pfanne andünsten. Und ich habe hier einen Topf mit Wasser. Hier werde ich den Spargel ein bisschen vorgaren. Und zwar gebe ich natürlich erst die Enden und den weißen Spargel hinein, weil der ein bisschen dicker ist und nach 3 Minuten dann die Spargelspitzen und ganz zum Schluss noch mal kurz den grünen. Ja, also insgesamt höchstens 5 Minuten und nicht kochen, sondern ziehen lassen. Ja. Und hier kommt der Spargel ins Wasser. Zuerst die Enden für ungefähr 3 Minuten und später gebe ich dann die Spitzen hinzu, lasse das Ganze nur ziehen. Für die Füllung bereite ich jetzt schon mal einen geriebenen Parmesan vor, ca. 100 Gramm.
Es geht weiter mit der Füllung. So, ich habe hier schon mal die Eier verquirlt. Wir kommen jetzt Creme Fraiche und saure Sahne dazu. So, das rühre ich jetzt gut unter. Und gewürzt wird mit Muskat und Salz und Pfeffer. Die stelle ich jetzt auch einmal beiseite und dann machen wir den Boden. Jetzt kommt ein bisschen Butter hinein. Wird die Form ein bisschen damit ausgestrichen. Und jetzt lege ich meinen Mürbteig schon mal hier hinein. Drücke ihn leicht an. Und jetzt schaue ich, dass ich hier nur die ganzen Lücken ein bisschen schließe. Jetzt kommt die Füllung hinein. So, hier kommt jetzt einmal zuerst der Lauch hinein, dann der Bärlauch und der Käse. Parmesan. Jetzt hebe ich das ganz vorsichtig unter. Jetzt kommt diese Masse in die Kischform hinein. Das gieße ich jetzt hier einfach hinein. Gut. Das streiche ich ein bisschen glatt und setze dann dekorativ den Spargel hinein. Kommt der Grüne noch dazu, das gibt doch ein schönes Bild ab. Gut, ich hoffe, sie gefällt euch. Jetzt geht's raus auf den Grill. So, der Grill ist auf ca. 180 Grad und jetzt stelle ich die Quiche in die indirekte Hitze. Und nach 40 Minuten schauen wir mal hinein. Mittlerweile sind sogar gute 60 Minuten vergangen und jetzt schaut mal rein. Das schaut doch jetzt schon mal ganz gut aus. Das ist jetzt meine Spargel-Bärlauch-Quiche. Sie ist fertig, sie hat ein bisschen eine Farbe und jetzt trage ich sie dann rein und werde sie probieren. So, jetzt habt ihr gesehen, wie schnell und einfach die Spargel-Bärlauch-Quiche gelingt. Solltet ihr mal im Wald unterwegs sein, natürlich in der Frühlingszeit, Anfang März oder so, und euch steigt der Duft von Knoblauch in die Nase, dann solltet ihr auch schon nach Bärlauch halten und ihn natürlich auch, weil dann befindet man sich ja auch gleich direkt in der Spargelzeit, solltet ihr ihn mit Spargel kombinieren und ihn zur Spargel-Bärlauch-Quiche verarbeiten. Und es duftet hier schon traumhaft. Die Spargel-Bärlauch-Quiche kann man übrigens nicht nur als Hauptspeise servieren, sondern sie passt auch kalt auf jedes Buffet. Und jetzt, bevor ich nur weiter rede, werde ich ihn probieren. Ihr seid sicher auch schon gespannt und ihr erst recht, ob mir das gelungen ist. Und jetzt schneide ich mir da mal ein bisschen was ab. Also duften tut es traumhaft. Und es ist einfach ein Genuss. Obwohl man den Bärlauch ja nicht erhitzen sollte, weil er dann an Aroma eigentlich verliert, ist es hier nicht so. Da kommt nur also ein ganz angenehmer Knoblauchgeschmack rüber oder Bärlauchgeschmack, finde ich total toll. Ein bisschen Salz fehlt mir noch, aber da kann man ja beliebig nachwürzen. Und wenn euch mein Videorezept gefallen hat, freue ich mich immer über einen Daumen nach oben, über einen netten Kommentar. Und wenn ihr noch keine Abonnenten seid, dann bitte hier. Vielen Dank dafür. Wir sehen uns, eure Frau am Grill. Macht's es gut. Bis bald.